Schwarz-Weiß. Der Podcast für eine duale Sichtweise auf dein Leben und dein Alltagsgeschehen. Wir Menschen sind es gewohnt, die Dinge des Lebens einseitig zu betrachten und zu bewerten und zu beurteilen, in gut oder böse, richtig oder falsch, Liebe oder Hass. Die Natur und die Naturgesetze kennen das nicht. Die Natur besteht aus Geben und Nehmen, das eine bedingt das andere, ohne zu verurteilen. Hol dir diesen ursprünglichen und natürlichen Blickwinkel zurück in dein Leben und verschaffe dir damit die Freiheit zu wählen, Optionen zu haben, ohne Angst zu entscheiden, mit mehr Ruhe, Gelassenheit und Souveränität deinen Alltag zu gestalten. Schwarz-Weiß, der Podcast mit Konstantinos Dukas und Markus Lehmkuhl. Und heute in der Folge Anfang April 2020 bei strahlendem Sonnenschein, bei all der Hektik da draußen, dem ganzen Corona-Thema, wollen wir dir eine Schwarz-Weiß-Sichtweise oder eine Balance anbieten, und zwar zu der sicherlich aktuellen Hochspannung, die jeder erlebt, in sich, um sich herum, in seinem Umfeld, in seinem Gefühlsleben. Und wie kann man die Dinge vielleicht mal in Balance bekommen, auch wenn man sich nicht so frei bewegen darf, wie man gerne möchte, an der frischen Luft. Und wie kann man die innere Anspannung, die vielleicht auf unterschiedlichste Art und Weise gegeben ist, mal etwas abflachen. Und nicht umsonst sagen wir stehen unter Strom. Wir stehen unter Spannung. Das ist wörtlich zu nehmen. All unsere Körperzellen, die 80 Billionen, die wir haben, stehen unter einer extremen Spannung durch einen unsichtbaren Feind, den wir da draußen vermuten. Und wir sind alle auf Halb-Acht-Stellung. Unser Adrenalinpegel ist extrem hoch, unsere Existenz zu sichern, unser Leben zu sichern. Und was alles damit zusammenhängt und bei aller Angst und Panik, die wir haben, geschürt wird oder wie auch immer. Und vielleicht ist es einfach mal sinnvoll, ohne viel zu reden, weil viel zu viel geredet und diskutiert wird, vielleicht auch sehr, sehr einseitig, die andere Seite zu suchen, nicht zu reden, zur Ruhe zu kommen, die Hochspannung mal zu entspannen. Und dafür gibt es ein wunderbares Mittel, das ist Frequenzmusik. Wir Menschen bestehen zu mehr als 90% aus Wasser. Wir haben eine Frequenz, wir haben eine Körperschwingung, jeder hat seine eigene individuelle Schwingung. Jede Stimmung macht Schwingung und katapultiert uns in ein gewisses Bewusstsein. Ob von Stress, Frieden, Ruhe oder Gelassenheit. Und die stärkste Energie im Raum gewinnt. Und alle kennen sicherlich dieses Stimmgabel-Experiment, dass man sich auf eine Stimmung, eine Stimme, einen Ton einschwingt. Und wenn man einen gewissen Ton vorgibt, so wird sich auch der Körper, der ja aus Wasser besteht, auf eine gewisse Frequenz einschwingen. Und dafür gibt es heutzutage Frequenzmusik und dazu gibt es für dich im Nachfeld hier einen Link, einen YouTube-Link von Solfeggio oder Solfeggio. Das kannst du dir mal angucken, da gibt es unterschiedlichste Frequenzen, die man sich vielleicht einfach mal 30 bis 45 oder 60 Minuten anhört, mal zu schweigen. Am besten mit Kopfhörer, linkes und rechtes Ohr und damit auch beide Gehirnhälften und Körperhälften sich synchronisieren können, wieder in Balance zu kommen. Und beobachte mal, was es mit dir, deinem Körper macht, ob es nicht sinnvoll für dich ist, mal runterzukommen, zu entspannen, ohne zu denken, ohne zu reden, mal die Augen zu schließen, das schöne Wetter da draußen zu genießen, sich diese Musik auf die Ohren zu geben, selbst wenn man das Haus nicht verlässt. Und die Anspannung, die man in sich trägt, einfach mal zu entspannen, damit wir da auch wieder eine gewisse Balance haben. Und ich wünsche bei diesem Experiment, sofern du es noch nicht kennen solltest, viel Glück, viel Entspannung und wiederhol das gerne mehrfach täglich, auch wenn wir jetzt gerade viel Zeit haben oder zum Einschlafen.
Es eignet sich, die 432 Hertz, 528 Hertz Musik gibt es überall, auch auf YouTube oder wo auch immer, runterzuladen über eine gewisse Zeit. Nutze sie auch zum Einschlafen und bemerke einfach mal, was es mit dir und deinem Körper macht. Und wünsche dir bei dem tollen Wetter, wünschen wir dir eine, ja, möglichste Entspannung und einen Ausgleich deiner angespannten Lage, dir was Gutes zu tun, dir und deiner Gesundheit auch zu entspannen. Dein Costa und Markus.